Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt, wenn dein Leben dir sinnlos scheint, dann bin ich da. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlen kannst, ich bin dir nah. Und ich habe alles in der Hand, kenn dein Leben sehr genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich, du kannst meinem Wort vertrauen. Und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Hab keine Angst, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, wenn du grübelst, was morgen wird, du hast doch mich. Hab keine Angst, auch wenn andere nicht zu dir stehen, wenn du meinst, dass du wertlos bist. Ich liebe dich. Und ich habe alles in der Hand, kenn dein Leben sehr genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich, du kannst meinem Wort vertrauen. Und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Welch ein Tag, wenn dein Leben sein Ziel erreicht, wenn wir uns gegenüberstehen und du bist hier. Oh, welch ein Tag, wenn die Trauer der Freude weicht und dann war, was verwirrend schien, der Weg zu mir. Dann wirst du staunen mit mir sehen, alles Ende und Beginn, mir war nicht einer deiner Tage unbekannt. Und du wirst glauben und verstehen, alles hatte seinen Sinn. Und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am 14. März 2021. Hinter uns liegen 3,5 Wochen Passionszeit in diesem Jahr und vor uns liegen 3 weitere Wochen, bis wir Ostern feiern können. Passionszeit, das ist für uns die Zeit, in der wir an das Leiden und Sterben Jesu gedenken. Wir hören die Geschichten von seinem Einzug nach Jerusalem, von seinem Verratenwerden, schließlich von seiner Kreuzigung. Aber mitten in dieser Zeit des Gedenkens heißt der heutige Sonntag Lettare, das bedeutet so viel wie freut euch. Und dieser Sonntag soll uns daran erinnern, dass wir Christen, auch wenn wir das Leiden Jesu betrachten, nicht vergessen sollen, dass es zu unserem Heil für uns passiert ist und dass es am Ende die Auferstehung gibt. Dass das Leiden und das Sterben Jesu nicht das Ende war, sondern dass Gott in der Auferstehung sich zu Jesus gestellt hat und damit auch zu uns. Und auch der Wochenspruch von dieser Woche beinhaltet diese beiden Elemente, die Trauer, aber auch die Hoffnung darauf, dass am Ende etwas Gutes entsteht. Der Wochenspruch steht in Johannes 12, Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und mit diesem Vers wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Watson und Sherlock Holmes sind auf einem Spezialeinsatz. Sie müssen dafür weit weg von jeder Zivilisation im Zelt draußen übernachten. Sherlock Holmes wacht nachts auf, öffnet die Augen,
denkt sich, hier stimmt was nicht. Er weckt Watson. Watson, was siehst du? Ich sehe den Sternenhimmel. Watson, was ist hier falsch? Es ist eine herrlich klare Luft. Watson, wenn du den Sternenhimmel siehst, dann haben sie uns das Zelt geklaut. Und so freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich alle, die ihr sie lieb habt. Siehe, ich breite bei ihr den Frieden aus wie einen Strom. Wir beten gemeinsam mit Worten aus Psalm 84. Wie glücklich sind die Menschen, die einen sicheren Platz bei dir finden. Sie gehen schon in Gedanken auf Pilgerreise zu deinem Haus. Und müssen sie durch ein dürres Tal, stellen sie sich eine Quelle vor Augen. Segensreich füllt Frühregen den Teich. So wandern sie dahin mit wachsender Kraft, bis ihnen Gott auf dem Zion erscheint. Du Herr, Gott der himmlischen Heere, höre doch meine sehnsuchtsvolle Bitte. Hab ein offenes Ohr, Gott Jakobs. Bewahre den König, Gott, er ist unser Schild. Begegne ihm freundlich, du hast ihn gesalbt. Einen Tag in deinen Höfen zu verbringen, ist besser als 1000 Tage nach meiner Wahl. Im Hause meines Gottes auf der Schwelle zu stehen, ist besser als im Zelt der Bosheit zu sitzen. Ja, Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Vater im Himmel, öffne du in diesem Gottesdienst unsere Herzen und Sinne für dein Wirken, Jesus, und für deine Gegenwart. Schenke du uns deinen Frieden, dass wir dir immer ähnlicher werden, Jesus, dass wir hineinkommen in die Freiheit, zu der du uns befreit hast, dass wir ganz frei werden und das tun, was du gerne möchtest, dass wir tun, dass wir zu den Menschen gehen, wo du uns gerne sehen möchtest. Und dort, wo wir uns mit aller Kraft festklammern an dem, was wir haben, hilf uns loszulassen. Hilf uns loszulassen, unsere Begrenztheit, und nimm du uns mit hinein in das Wirken, das uns aus der Ewigkeit entgegenkommt. Amen. Und so hören wir nun Worte aus der Heiligen Schrift, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 20 bis 26. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und erzählte ihm von ihrem Anliegen. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Jesus antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen, denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden. Selig sind die, die Gottes Worte hören und im Herzen bewahren. Amen. Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. In dieser Zwischenzeit
in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch, und das, was wir nicht wollen, tun wir doch in dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Zwischen Himmel zu dir und durch.
Ohne Tod kein Leben? Was haben sich die Jünger gefreut, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist mit Palmzweigen, wie ihm ein roter Teppich ausgerollt worden ist und sie sich gefühlt haben, naja, mindestens wie Königsdiener, Mundschenke, ja, vielleicht sowas wie kleine geistliche Armeeführer. Doch mit einem Mal kommt dieses ganze Triumphgefühl zu einem abrupten Ende, als Jesus traurig wird oder unruhig wird und ihnen etwas erzählt, was auf den ersten Blick gar keinen Sinn macht. Jesus erzählt ihnen eine alte Bauernweisheit, aber sie verstehen den geistlichen Inhalt nicht. Er redet von einem Weizenkorn, das stirbt. Ein Weizenkorn, das weiß jeder, stirbt aber nicht im Boden. Wenn es sterben würde, dann würde es ja zerfallen zu Staub. Tut es aber nicht, sondern es entsteht, sobald es in den Boden kommt, es entsteht das neue Leben. Ein Weizenkorn heutzutage, da kommen 2 bis 3 Ähren dran, sodass 80 bis 120 Körner entstehen durch ein einziges Weizenkorn. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es erstirbt, dann bringt es viel Frucht. Unschwer ist es für uns als Christen heute, das zu deuten auf das Leben und Sterben und die Auferstehung Jesu Christi, darauf hin, dass er uns von Ängsten befreit hat, dass er hingegangen ist, Menschenfurcht überwunden hat, hingegangen ist zu den Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die einsam sind, die ihn gebraucht haben. Und so ruft uns Jesus in seinen Dienst, aber nicht um als Könige in Saus und Braus zu leben, sondern um ihm zu dienen, um die Liebe, die er ausgegossen hat, um diese Liebe anzunehmen, zu empfangen und weiter auszugießen in diese Welt. 2 Kapitel zuvor hat Jesus schon etwas gesagt, was seine Rede vom Weizenkorn illustriert. Johannes 10, Vers 17 hat er gesagt, ich gebe mein Leben hin. Niemand entreißt es mir, ich gebe es aus freiem Willen. Er hat eine Freiheit gezeigt, die kaum sonst ein Mensch hat. Er hat gesagt, ich habe die Freiheit, mein Leben ganz für andere Menschen zu geben. Ich habe die Freiheit, mein Leben zu opfern. Man sagt so schön im Deutschen, ich bin so frei und nimm dann doch nur den nächsten Drink, ohne zu fragen. Aber Jesus würde gesagt haben, ich bin so frei und ich gehorche. Ich bin so frei und ich gebe alles hin, in aller Freiheit. Was für eine riesengroße Freiheit, die er besessen hat, loszulassen und das Leben, sein Leben, Gott zu überlassen. Wenn ein Weizenkorn stirbt, dann ist das so für uns, dass mein Ego stirbt, dass das alles, was ich nur um mich selber drehen will in meinem Leben, dass das zum Absterben kommt, damit Frucht hervorkommen kann, und zwar in aller Freiheit und in aller Bedrängnis. Ein katholischer Priester im syrischen Aleppo hat davon berichtet, wie er eine Messe gehalten hat. Und während der Messe wird eine große Gasflasche auf die Kuppel der Kirche geworfen und in dem Moment, wo sie die Kuppel trifft, explodiert sie. Die Menschen im Gottesdienst, sie nehmen gerade das Abendmahl. Der Pfarrer unterbricht natürlich und er läuft hin zu den Verletzten und sieht zu, dass er helfen kann, wem er helfen kann. Geht hin zu den Verletzten und als alle versorgt sind, schaut er, was mit seinem Abendmahl passiert ist, mit seinen Hostien. Und siehe, sie waren besprengt
mit menschlichem Blut. Und das auf einmal war für ihn ein heiliger Moment. Ein Moment der besonderen Gegenwart des Herrn. Ein Moment, wo er es gespürt hat, dass das Licht Gottes hineinkommt in diese Welt. Dass es in diesem Unfrieden, der göttliche Frieden, hineinkommt. Und sie haben die Kirche auch wieder hergerichtet, soweit es ging. Und sie haben dann ein Stück dieser Gasflasche genommen, haben sie mit Blumen geschmückt und als Gabe zum Altar gebracht. Das Sinnbild des Hasses und des Todes haben sie zum Altar gebracht, um es zu taufen, um es also hineinzutauchen in den Tod Jesu Christi. Und so kann dieser katholische Priester sagen, sie schicken uns den Tod, aber wir geben ihnen das Leben zurück. Sie schleudern uns Hass entgegen, aber wir vergelten es ihnen mit Liebe. So das Zeugnis von Ibrahim al-Sabak. Was ein Zeugnis vom Sterben und Leben, vom Weizenkorn, das stirbt und viel Frucht bringt. Diese Menschen, diese katholischen Christen, sie haben die Liebe Gottes in all dem weitergegeben. Sie haben nicht an ihrem Recht festgehalten, das nach Vergeltung schreit. Sie haben nicht daran festgehalten und ihre Nachbarn beschimpft. Wie könnt ihr nur? Nein, sie sind mit der Liebe Gottes zu den Menschen gegangen. Und das als besonderer Ausdruck dessen, dass sie getauft sind. Und so lese ich uns aus dem Römerbrief Kapitel 6 den tieferen Sinn und tiefere Bedeutung der Taufe, die für uns alle gilt, egal ob wir als Kinder oder Erwachsene getauft sind. Bei unserer Römer 6, Vers 3. Bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Christus Jesus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden, und genauso sollen wir auch jetzt ein neues Leben führen. Was eine grandiose Verheißung in der Taufe drinsteckt. Und so lese ich uns nochmal vor den Auszüge des Predigttextes aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, nun ab Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert's. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener auch sein. Und wer mir dienen will, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Doch was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Am Anfang des Predigttextes stand noch, dass Griechen gekommen waren, um zu Jesus zu kommen. Und etwas seltsam mutet es an, wenn wir hören, dass Jesus sie nicht sehen wollte. Warum nicht? Man könnte doch meinen, er wäre froh über jeden, der kommt, von nah oder fern. Aber es hat etwas zu tun mit dieser besonderen Stunde. Etwas, worauf das Johannesevangelium sich hinzuspitzt. Johannes 2, Vers 4. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Johannes 7, Vers 30. Niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen.
Und jetzt 12, Vers 23, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und mit all diesem im Hinterkopf wird noch deutlicher verständlich, was Jesus danach macht in Kapitel 13. Eine symbolische Handlung, die Fußwaschung der Jünger, Kapitel 13. Dann 14 bis 16, die besondere Lehre, die Jesus gibt. Und natürlich das Gebet, Kapitel 17. Die Antwort, warum Jesus diese Menschen nicht sehen wollte zu diesem Zeitpunkt, sie findet sich im Vers 32, Johannes 12, 32. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Die Griechen eben auch. Und die Griechen sind sozusagen ein Symbol für alle anderen. Weil man kann so sagen, im Römischen Reich haben alle anderen irgendwie auch Griechisch geredet. Es waren praktisch alle Nichtjuden damit inbegriffen in diesem Wort Griechen. Und schon im Buch Jesaja, Kapitel 53, Vers 10, haben wir vielleicht gelesen, wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Und so war es. Aus den wenigen Aposteln, die Jesus hatte, sind im Laufe der 2000 Jahre deutlich mehr als 2 Milliarden Christen geworden. Was eine Frucht des Weizenkornes, das in die Erde gefallen ist. Und so zieht sich das auch durch die Kirchengeschichte. Nachdem Stephanus gesteinigt wurde, flohen viele Gläubige aus Jerusalem und so verbreitete sich das Evangelium zum ersten Mal. Als die Christen in Rom verfolgt worden sind, da war es für den durchschnittlichen Römer unfassbar, dass die Christen ihren Glauben nicht abgesagt haben, um ihr Leben zu retten. Das war der Grund, warum sie diesem Gott näher kommen wollten, weil sie wahrscheinlich innerlich genau gewusst haben, für meinen Gott hätte ich das nicht gemacht. Da muss also was Besonderes sein. Also nicht die Frage, warum lässt Gott das Leid zu, sondern wie kann es sein, dass jemand trotz dieses Leides weiter zu diesem Gott steht? Open Doors berichtet das im Übrigen auch, dass gerade in diesen Kriegswirren in Syrien und Irak viele Muslime ganz neu zum ersten Mal Jesus begegnet sind und sich ihm zugewendet haben. Die Frage ist, bin ich dazu bereit, zu sterben, um zu leben? Bin ich dazu bereit, mein Ego aufzugeben, um zu leben? Meine Forderungen am Kreuz zu lassen, statt einzufordern? Bin ich bereit, zu lieben, und zwar mit Haut und Haar? Denn darin liegt die Verheißung, wenn wir dorthin gehen, wo Jesus schon ist, wo Jesus uns haben möchte, dann wissen wir, wir werden mit ihm dorthin gehen, um die Liebe Gottes zu den Menschen zu geben, die er, die Gott selbst, ausgegossen hat in diese Welt. Und so freut euch. Denn der Friede Gottes, der so viel höher ist als all unser Denken, bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all den Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser Wir beten gemeinsam. Vater im Himmel, du allein bist gut. Doch in unserer Welt, da sehen wir all das Elend und all die Not. Sehen wir, wenn wir Nachrichten schauen, wenn wir im Internet die Nachrichten weiter mitverfolgen. Wir bitten dich für Christen, die Bürgerkriege erleben. Wir bitten dich für Christen im Irak, im Iran und in Syrien, dass du sie weiter stärkst mit deiner Liebe, dass sie deine Liebe weiter in diese Welt hineintragen und das Böse mit Gutem vergelten. Ja, ich bitte dich, dass wir Christen weltweit das Böse mit Gutem überwinden. Stärke du uns darin. Stärke du uns darin an dem Ort, wo wir gerade sind, Gutes und Barmherzigkeit zu tun, dort, wo Egoismus und Neid herrschen. Wir bitten dich um deine Hilfe, um deine Führung, deine Leitung für unsere Regierung und die Menschen in Verantwortung. Wir bitten dich, schenke du ihnen Weisheit und Frieden in ihren Entscheidungen und Frieden in unserem Land, dass die Menschen, die unruhig geworden sind, die nervös geworden sind, die mit ihren Kräften am Ende sind, dass sie neue Kraft finden und neue Geduld. Bewahre du uns in diesem Land vor einer nächsten Corona-Welle. Wir bitten dich, Vater im Himmel, schärfe du unser Gewissen, dass wir hinschauen, wenn wir Ungerechtigkeiten sehen. Öffne du unsere Augen, wo unsere Hilfe gebraucht wird, mit Worten und mit Taten. Verwandle du uns in das, was du uns in der Taufe zugesagt hast, dass wir in dir, Christus, gestorben sind, um mit dir, Heiliger Geist, im Auferstehungsleben zu leben in dieser Welt. Und so beten wir, Jesus, so wie du selbst es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehen wir unter dem Segen des Höchsten in die kommenden Tage. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.